total cool. Was wir heute machen? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Frühstück mit Ausblick. Ja, gibt's einen Sitz? Alles Maple Sirup, alles was hier auf dem Tisch steht, einfach mal auf den Teller. Boah, minus 14 ist eine Ansage, dann mal raus. Erstmal ein kleiner Morgenspaziergang. Bei mir auch, der ist so dick zugefroren. Ja. Also. Waren die Risse gerade schon? Nein, der Reis. Okay, hier ging es ja ein bisschen runter, oder? Da kommt eine Eisscholle. Und an dieser Meerenge schäumt das Wasser halt immer auf, weil hier die Flut reindrückt und wieder rausdrückt. Und jetzt gerade ist zunehmendes Wasser. Deswegen läuft es in diese Bay da hinten rein. Beide mit dem Eis. Kleines Eis. Ja. Oh, das ist mega salzig. Komisch. Geil. Ja. Könnte schmeckt sein, gar nicht schlecht. Weil ich weiß auch. Oh. Perfekte Zutat für eine Bloody Mary. Eis kann man die Welt in klein beobachten, und stehen quasi Gebirge, wie sich die Platten gegeneinander verschieben. So, den Sprudel sollte man auch besser nicht im Auto liegen lassen. So, jetzt gucken wir uns mal hier die Gegend an. Also wir sind in Maine und die Stadt heißt Hancock, und jetzt sind wir in einer Cheesecake Garage. Was ist das hier oben? Weißbrot. Ach, guck mal, hier kann man wieder Geld in die Dose tun und dann kann man sich hier den Cheesecake rausnehmen. Wir sind jetzt am Scudic Point. Das ist warte, ich zeige euch, wie das aussieht. Das sieht so aus, dass das hier so eine, ja, so eine Halbinselkopf ist. Und guckt euch mal bitte das Meer an. So, es ist richtig krass windig. Alter Spalter, ist das kalt! Aber geil! Ey, wenn das Meer anfängt zu frieren, ist der Hammer! Fotos gibt's bei Instagram übrigens. Oh, ich muss jetzt erstmal die Finger, mir tun so die Finger weh, das ist so krass. Das ist so krass kalt. Hier erstmal was essen. Guten Appetit, mein erster Cheeseburger hier. So, wir sind jetzt im Acadia National Park und gehen jetzt hier an einen der wenigen Sandstrände in Maine. Das ist hier nämlich sehr besonders. Ich bin gespannt. Das ist schon was Abgefahrenes. Ich kenne das gar nicht so, bei so einer Kälte am Meer zu sein. Im Sommer
ist hier alles wohl brechend voll. Und heute, hier ist keine Sau. Wir sind überall komplett alleine. Das ist total cool, total windstill und mit der Sonne richtig angenehm. Komm, wir gehen mal ins Märchen. Guckt euch mal die Eiszapfen an. Das ist ja der Wahnsinn. Der Baum. Mega gefährlich hier unter den Eiszapfen, aber es sieht so geil aus. Wir sind jetzt an einem Thunder Hole. So was wie ein Blow Hole. Und das sieht so aus und so soll es aussehen, wenn man dann mit Photoshop drüber gegangen ist. Oh, so ein Scheiß. Hier ist alles geschlossen. Es ist hier alles geschlossen im... Was haben wir jetzt? Im März. Die Parks, die Nationalparks machen erst im Mai auf. Bisschen blöd. Also hier vor Mai ist wirklich nichts los. Hier ist alles zu. Das ist das Cruise Ship Terminal und im Sommer ist hier die Hölle los. Und dann liegen hier Schiffe im Hafen, die sind größer als die Inseln zusammen. Nach einer Viertelmeile links abbiegen. Boah, nach dieser Kälte ist der Jacuzzi genau das Richtige. So, die Mädels sind schon drin und ich hinterher. Jungs, ich sag euch, der Weg lohnt sich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Fast vergessen, Willi ist in Liverpool angekommen.